so. Und dann machst ja, du Backstep. Wir sind Laura und Benjamin und wir sind verheiratet seit 5 Jahren. Und was? Wir haben in der Therapiestunde. Ja. Ja. Er hat recht. Aber es ist so. Wann haben wir denn hier angefangen zu tanzen? Ich glaube 2018. Wir haben irgendwann in unserem vorherigen Wohnort in Braunschweig schon mal einen Lindy Hop Kurs gemacht. Und das ist dann eben wieder eingeschlafen. Dann haben wir hier in Hamburg nochmal zweimal versucht anzufangen mit einem Wochenendkurs. Und so richtig dabei geblieben sind wir eben dann erst hier bei Swingtime. Und dadurch, dass es halt hier so lokal verwurzelt ist, sind auch viele Leute hier, die eben einfach aus der Ecke kommen, also die halt auch aus der Nachbarschaft kommen, um dann eben hier zu tanzen, was natürlich auch total nett ist, wenn man eben dann nochmal so ein bisschen mehr im Viertel verwurzelt ist. Und auch sich mit den Leuten dann gut verabreden kann. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, letztes Jahr zum Beispiel gab es am 30.12. eine Tanzparty im Tango Chocolate. Und da haben wir uns mit ein paar Leuten verabredet, die halt hier um die Ecke wohnen, sind dann da zusammen hingeradelt und dann wieder zusammen zurückgeradelt, weil halt alle hier auf der Ecke wohnen. Das war ganz nett. Ja. Wir tanzen im Parkkurs Lindy Hop und Charleston und haben angefangen mit dem Einsteigerkurs, wo die Stunde halbe-halbe aufgeteilt ist, also halb Lindy Hop, halb Charleston. Was ich immer total cool fand, weil die Musik ist ja, abgesehen vom Tempo, auch die gleiche. Und dann kann man sich halt auch selber mal entscheiden, wenn einem ein Lindy Hop-Lied zu schnell ist und man keine Lust hat, die Waden mit den Triples zu strapazieren, dass man dann auch einfach Charleston tanzen kann. Und das machen wir auch manchmal heimlich, weil es geht ja. Und die Figuren sind ja auch oft ähnlich. Und da gibt es ja auch viele Querverbindungen, auch mit dem Lindy Charleston, der dann ja so beide Welten irgendwie nochmal verheiratet. Fand ich das immer ganz cool mit dem Kurs. Aber noch besser ist natürlich, beides eine Stunde hintereinander zu haben, so wie jetzt. Dann kann man sich nämlich richtig dem widmen und auch dann da wieder Technik üben und sowas und alles nochmal so ein bisschen. So 2 Stunden tanzen braucht man schon. Für mich ist das halt auch ganz wichtig, diese Detailsachen, weil ich habe halt einen ganz anderen Zugang zum Tanzen. Ich muss halt viel mehr verstehen, was eigentlich passieren muss und was so ein bisschen von mir erwartet wird oder was ich eigentlich irgendwie an allen Stellen machen muss, damit ich das dann irgendwann mir angewöhnen und sich das einschleifen kann. Deswegen ist das eigentlich total super, dass halt manchmal so auch so Detailstunden zum Rockstep oder so immer wiederholt werden. Normalerweise, wenn Tanzen hier im Studio stattfindet, bin ich montags auch immer zu der Doppelstunde Jazz und Burlesque hier gewesen. Das hat zuerst auch eine ganz nette Tanzlehrerin gemacht, die dann weggezogen ist. Und jetzt macht das eine Knaller-Tanzlehrerin, die auch in einer Burlesque-Tanztruppe selbst tanzt und halt so richtig Showgirl-Attitüde hat, was auch fordernd ist, aber halt auch einen nach vorne bringt und auch richtig cool ist. Aber das Coole am Burlesque ist halt das Team und dass andere Girls da sind, die da Bock drauf haben und dass man sich dann auch gegenseitig so ein bisschen pusht und in diese Stimmung kommt. Und das fand ich war daran auch so das Nette, dass es halt wirklich so eine Truppe war und man dann da so auch so ein, ja, irgendwie so ein Teamgefühl hatte. Da freue ich mich auch schon wieder. Was mich auch richtig nach vorne bringt oder uns als Paar auch richtig nach vorne bringt, finde ich, ist, dass wir unterschiedliche Lehrer gerade haben. Weil der Fokus ist einfach ein anderer. Du achtest mehr so auf die technischen, auf die methodischen Sachen, dass das alles sauber ist. Und das ist total wichtig, das auch wieder zu wiederholen, dass ich halt wirklich auch merke, okay, in welche Richtung soll ich den Rockstep jetzt machen? Wieso habe ich ihn in die falsche Richtung gemacht? Was hat mir da gefehlt oder was habe ich nicht richtig übersetzt? Und bei Nikita und Martin, die es halt als Paar unterrichten, ist jedes Mal eine neue Figur mit dabei und es werden gezielt auch Figuren wiederholt. Und das ist noch ein bisschen, ist einfach noch ein bisschen anders. Und dadurch, wenn man das dann beides hat, dann ergibt sich halt so ein Ganzes, was echt, echt gut funktioniert, finde ich. Also man hat dann, oder ich habe wirklich das Gefühl, dass wir das Tanzen jetzt auch richtig gut lernen.